Willkommen zurück zu einer neuen Folge Spin It Up. Mit mir, Likandu und den Varianzreich Spin It Goes. Also, wir sind die Hauptdarsteller. Wie immer rechts unten unser aktueller Graph. Ihr kennt das ja bestimmt. Und ja, wieder ein 28er. Die letzten drei Folgen, glaube ich, liefen jetzt ganz solide. Und die positiven Vibes, die nehmen wir einfach mit in diese Folge. Wie gesagt, zum Min-Donks sind oftmals schwach. Natürlich können die das auch als Inducing und so machen. Teilweise raise ich's, teilweise nicht. Gegen ihn hier auf jeden Fall, weil ich kenne ihn nicht und dann gehe ich eher davon aus, dass er halt schwach ist. Unsere Flasche kommt leider nicht an. Xom. Und hier auch gegen zwei Gegner auf dem Board haben wir einfach mit Ass-6 den Kürzeren gezogen. King haben hier eine ganz schöne Situation kreiert. Gegen Ass-7. Und da sieht es ganz düster aus für seine Hand. Ganz, ganz düster. Und schon wieder zweimal Heads-up. Wobei das im Oberen natürlich nichts zu sagen hat, weil hier haben wir nichts gemacht, um Heads-up zu kommen. Okay, das ist eine ganz, ganz wichtige Info. Also schaut auch einfach immer mal wieder, wenn ihr selber nicht daran, also am Zug seid oder nicht in der Hand involviert habt, schaut trotzdem, wie die Hand verlaufen ist. Und er hat jetzt zum Beispiel mit Top Pair Weak Donk pusht. Macht auch nicht so viel Sinn, was er da macht. Call ich und bluff ich, glaube, den River. Genau. Wenn er jetzt hier eine Queen hat, nice played. Aber es macht einfach keinen, seine Line macht überhaupt gar keinen Sinn. Also, das macht er nicht so oft als Value und hier schickt man unser King 9 for Value. Und gegen 4x Open Race geht natürlich auch S-Jack rein. Also, was ich jetzt hier gerade für eine Note machen will, aber ich komme absolut nicht mal ansatzweise dazu. Mal ganz kurz. Nice Queen, schade. Nice. Läuft bei uns. Läuft gerade richtig smooth von der Kante, Mann. Also Donk pusht heißt, dass er pusht, obwohl er quasi nicht der Preflop-Aggressor ist. Also er hat ja geopenraised. Das heißt, er wird das Board eigentlich immer c-betten, aber er kommt gar nicht zum Zug, weil er davor pusht. Und dass er hier eben so was wie ein König pusht, ist ganz interessant zu wissen. Weil das gibt uns einfach ein sehr, sehr gutes Bild über seine Range, wenn er eben nicht Donk pusht. Also sagen wir mal, er checkt jetzt hier in dem Spot, dann können wir halt immer durchbetten, weil wir relativ sicher sein können, dass er selten eine starke Hand hat, also selten Top-Pairs hat. Und das Interessante war halt auch, dass es so ein riesen Donk-Push war. Also wir gucken mal kurz. Der Pot war 100 groß, also für vierfach Pot. 5er geht hier auch rein. 19 auch. So, jetzt habe ich gerade wieder mal ein bisschen länger gebraucht mit meinen Entscheidungen, weil ich halt noch Noten nebenher gemacht habe. Das passiert manchmal. Ich habe da ja schon so Flames bekommen, dass ich mich über die anderen Gegner aufrege, aber selber lang brauche mit meinen Entscheidungen. Aber ich versuche halt immer so schnell wie möglich zu reagieren und es gibt halt Gegner, die wirklich jedes Mal halt komplett lang brauchen, weil sie halt irgendwie so sechs Tische oder so spielen. Und ich mache hier ja auch noch was für das Wohl der Community quasi. Ja, hier werden wir runtergecallt. War vielleicht ein bisschen nicht so guter Bluff da.
Naja. Small Blind. Von den Queens. Aber auch hier treffen wir wieder. Also. Okay. Das war gerechtfertigt, dass er jetzt hier trifft. Wir waren aber gerade auch einfach auf so einem unbesiegbaren God Run Mode. Leider nur 14. Könnten mal kurz schauen, wir müssten ein neues Puzzleteil in der Promo bekommen haben. Aber ist halt mit einer hohen Wahrscheinlichkeit halt Tickets, ja. Sogar zwei neue schon. Bisher nur Tickets, aber die Wahrscheinlichkeit für Tickets ist halt auch am höchsten. Aber es gab auch schon mal richtig große Dinger. Jetzt bring's rein. Ja, und hier dadurch, dass wir Flop Behind gecheckt haben, haben wir jetzt. Ah, okay. Er hatte eh ein Ass. Da hätten wir wohl den ganzen Stack auch bekommen können. Wenn wir einen Flop gesiebettet hätten, hätte er wahrscheinlich geschippt. So haben wir jetzt nicht den ganzen Stack bekommen. Ist jetzt aber auch nicht weiter tragisch. Also. Wir bekommen ja eh Kings. Was ist denn jetzt los, Mann? Aber er scheint auch sehr, sehr tight zu spielen. Deswegen können wir auch sowas wie 7-3 noch folden. Also sieht man, er hat jetzt hier wieder gefoldet, wobei wir gerade jedes Mal eine Hand haben, wenn er foldet. Und jedes Mal, wenn wir dann in Big Blind kommen, haben wir nichts. Aber jetzt shippen wir halt auch mal. Vielleicht ist er da ja genauso tight. Ja, genau. Da fein ich dann. Oh, soll uns recht sein. Also wir können jetzt hier auch nicht mehr folden, wenn er all-in geht von den Odds her halt. Damit 2 geht halt auch rein. Könnte man ihn, wenn er jetzt halt zufällig Hände hat und so, ja, 6, 7, könnte man ihm halt ein Comeback bereiten, aber dann ist das halt so. Ja, das mag ich auch nicht so wirklich. Er ist halt super tight und so. Aber trotzdem, selbst gegen eine sehr, sehr tight Range, müsste man da wahrscheinlich dann Raise callen anstatt Raise folden. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. So gefühlt. Keine Low Card. Nice. Oh, ich spiele gerade schon wieder so schlecht, weil ich so viele Heads-Ups spiele. Also schlecht in Anführungszeichen. Denk nicht über jeden Spot sehr im Detail nach. Und check's halt oftmals nur runter und so. Queen 6 wird schwer, da noch zu gewinnen. Queen 10 geht rein. Ist ja auch nicht so der optimalste River, würde ich jetzt mal sagen. Aber wir splitten. Nice. Also ihr seht schon, wie viel Chips ich einfach wieder von ihm gewinne, weil er die ganze Zeit foldet. Klar kann er dann hier mal mit Ass 4 gewinnen wieder, aber mit Ass 4 hat er gegen 9-7 auch nicht so viel Equity und er verliert halt aber so viel Geld, dadurch, dass er die ganze Zeit foldet.
hier fangen wir jetzt an zu donken. So. Genau. Sehen hier einen Snapcall, donken ein weiteres Mal und donken dann auch den River. Donk, donk, donk. Donk, donk, donk. Ah, hier Queen 9. Queen 9 natürlich easy, Seabed. Da wollte ich gerade sagen, da hat es schwer gegen uns zu gewinnen nach dem Flop, aber trifft direkt mal eine Miracle-Turn-Karte. Aber wir holen es uns zurück. Ist auch wieder interessant. Könnte ja auch oft als Bluff gemacht werden, aber ich gebe es jetzt hier tatsächlich einfach auf. Oh, das sieht nicht so gut aus. Eine 7? Eine 7? Oh. Ah, ne. Ich call halt, was kommen muss, aber es... Das hätte ja... Ich hab's Board gerade falsch gelesen. Es hat nicht ganz zu einer One-Card-Straight gereicht. Das war das, was ich gemeint habe. Boah. Witzig. Jetzt wieder was anderes als ein 14er, bitte. Ich mag die Folge auch im Plus abschließen. Please. Wird schwer. Wird schwer mit den Händen. Oh, jetzt Full Potted oder? Ich wollte eigentlich auf jeden Fall eine Bet callen mit einem Pair und ein paar Backdoor Draws und so. Aber gegen Full Pot sind wir halt einfach machtlos. Und gegen 3x Open Race Ship mal einfach. Ah, Snap Folded. Ja, da muss ich ein bisschen, aber ja, ist egal, passt schon. Passt schon. Damit 10 geht rein und 7-5 da auch. Hoffen wir, dass wir nicht mal wieder einen Flop-Flash laufen. Super. Nice. Nice. Queen 6 geht rein. Ass 7 auch. Arsch, 9. Schade. Schule, Schule, Schule. Können wir noch eins aufmachen? Passt zeitlich noch. Und hier die 8er gehen auch rein. Ja, irgendwie will es nicht so wirklich mit den höheren Spins. Hier 3x Open Door mit so einer guten Hand kommen wir das immer noch. Und mal einigermaßen irgendwas floppen geht's halt rein. Und jetzt overshippen wir es. Ich denke, dass. Ah, warte, nee, wir shippen es nicht. Ich dachte, das Board wäre 5, 2, 4, 5. Also, dass noch keine Straight mit dem Ace liegt. Aber so ist halt einfach zu viele Straights mit seinem Ace possible. Und hier kommen wir aber trotzdem nochmal, weil wir bekommen halt immer den Stack, denke ich, am River, falls wir den Flush hitten. Was wir jetzt allerdings nicht machen. Das ist gerade Tens, interessant. Interessant. Warte mal, was hat denn der? Okay, Open Race hat wahrscheinlich gesiebettet, wir callen. Jetzt pottet er auf einmal.
und da haben wir einfach mal ein Full House mit 2-8 gefloppt. Darum sollte man den Gegner keine Freeplays geben. Mit irgendwelchen Random-Karten. Nee, kann man natürlich schon mal machen. Na? Aggressiver kleiner Boy. Die Leute, sie betten irgendwie nicht normal. So, genau, das wollte ich sehen. Jetzt raisen wir da ordentlich. Haben halt die One-Card, den One-Card-Flush. Wir shippen selber, um von schlechteren Flushes noch gecallt zu werden. Ich meine, gegen einen Ace callen wir eh off. Aber ihr könnt ihr sowas wie 7 in Clubs zum Beispiel behind checken, aber gegen unseren Shove callen. Ja, das, da kann man halt nichts machen. Das sind halt dann sehr, sehr unglückliche Situationen. Machen wir jetzt kein neues mehr auf hier. Raise callen wir, da halt sehr aggressiv ist. Aber ja, da kann man halt nichts machen. Er hat halt nur mit dem Flush-Draw gecallt. Und, wir blocken quasi sogar eins seiner Out und wenn es halt dann kommt, dann wird es halt aufgestackt mit dem Second Hand Flush. Wunder, dass wir noch mindestens eins von den zwei gewinnen können. Dann müsste die Folge so ungefähr break-even-ish sein. Jetzt wird er wieder shippen, oder? Ah, nee. Oh, nice Flops. Hoffen, dass er kein 10-9 hat. Aber im River Ship mal im Vorhinein zu tun, ja. Ich glaube, 10-9 wird er niemals so klein wetten. Eventuell war auch die ganze Zeit auf einem Complete Bluff. Ja, da hat er sogar Tens. Hätte ich nicht gedacht. Aber kann er natürlich auch haben. Also, aber ist uns ja auch egal, was er da hat. Ace-Jack geht halt rein. Das Ergebnis ist komplett irrelevant für unser Mindset. Hätten natürlich gerne direkt das Turnier mitgenommen, aber so ist es halt manchmal. So ist es. Da muss man durch als Lurch. Ich glaube, da value bette ich sogar nochmal. Was zu? Immer besser die Hand da drüben. Nice. Das erste gewonnen. Jetzt gewinnen wir nur noch das hier. Hier haben wir ja auch schon Stack. Komm, irgendwas muss er doch hitten. Nice. Kann auch sein, dass er einfach Ace High gecallt hat. Ein König hoch. Dass er halt noch defendet. Okay. Gar kein Problem. Er zeigt uns dann schon, wenn er was hat. Ich würde mal gerne wissen, ob ich manchmal schon Viewer vom YouTube-Channel, also gegen Viewer vom YouTube-Channel hier gespielt habe.
Weil ich sage hier mal oftmals Zeugs zu Leuten, dass zum Beispiel dessen schlechtes Play war oder dessen gutes Play war oder das ich nicht gut fand und so. Das ist halt immer die Meinung von mir. Und ich würde mich mal interessieren, ob ich da schon mal einen von euch erwischt habe. Mit meinen sehr direkten Kommentaren, sage ich jetzt mal. Müssen uns doch mal irgendwann mal vorbeigehen. Habe ich so gebettet, dass wenn er callt, dass ich Turn shippen kann. Weil von ihm traue ich mir zu, dass er halt so ein paar random Sachen noch callt und dir dann am Turn foldet. So Pair oder Gutshot oder so Zeugs halt. Und jetzt ist er so langsam so runtergestackt, dass wir einfach viel shippen können. Und weiterhin seinen Stack minimieren. Schön. Sehr schön. Ganz, ganz schön. Nice. Okay. Haben wir beide sogar noch gewonnen. Dann müssten wir sogar ab sein, aber manchmal täuscht das Gefühl so ein bisschen. Wir waren bei 60, glaube ich. Nee, warte. Ich weiß. Oder waren wir bei 81? Ich glaube, wir waren bei 81. Ich glaube, wir sind genau break-even, aber ihr wisst, es ist für euch ist es einfacher. Ihr könnt jetzt einfach an den Anfang der Folge zurückspulen, wo ich das gesagt habe. Ich werde mir das gerade gleich mal angucken, aber ich bin zufrieden mit der Folge. Es waren halt viele 14er, aber ansonsten hat alles gepasst. Und dann wünsche ich euch viel Spaß, gute Hände und wir sehen uns in der nächsten Folge.